jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Das war schon gewaltig, was Iran da letzte Nacht auf Israel abgefeuert hat. Erstmals ja ganz direkt und nicht outgesourced an Terrorgruppen, die das sonst für Teheran erledigen. Mehr als 300 Angriffsdrohnen und Cruise Missiles. Das wird in Israel nicht nur als eine Art symbolisch gemeintes Feuerwerk verstanden. Auch wenn es Warnungen gab und es am Ende gelungen ist, fast alle Marschflugkörper und Drohnen abzuschießen. Unterstützt wurde Israel dabei nicht nur von westlichen Verbündeten. Anne Brühl berichtet. Ein bisschen leerer als sonst ist es auf dem Karmelmarkt. Die Nacht, die Angriffe stecken vielen noch in den Knochen. Ich muss sagen, es war auch als Deutscher, der in Israel lebt, war nicht einfach. Wir haben heute letzte Nacht im Bombenschelter verbracht. Wir haben Wasser gekauft, wir haben Essen gekauft, nur zum Notfall. Und haben halt die Nachrichten abgewartet. Aber zum Glück jetzt in Israel, hier in Tel Aviv, war es relativ ruhig. Die Frage, die hier trotzdem alle umtreibt, wie soll Israel reagieren? Ich denke, sie sollten angreifen, die Geschichte zu Ende bringen. Die Sirenen des Luftalarms heulen in der Nacht über Jerusalem. Israelische Luftabwehrraketen über dem Felsendom. Iran greift Israel an. Es ist eine nie dagewesene Bedrohung. Aber Israel ist nicht allein. Die Welt hat auch die Kraft der Koalition gesehen, wie Israel an der Seite der USA und anderer Länder stand, um den Angriff abzuwehren. Die israelische Luftwaffe hat Unterstützung von den USA, Großbritannien und Frankreich. Aber auch Jordanien, der arabische Nachbarstaat, fängt Drohnen und Raketen ab und gibt das auch offen zu. Wir hatten es gestern mit einigen Flugobjekten zu tun, die in unseren Luftraum eingedrungen sind. Wir waren gezwungen zu verhindern, dass sie die Sicherheit unserer Bürger und Wohngebiete gefährden. Der iranische Angriff ruft Entsetzen hervor. Die EU verurteilt ihn scharf. Iran riskiert mit seiner Tat, eine unkontrollierbare regionale Eskalation zu provozieren. Das muss vermieden werden. Wir werden weiter daran arbeiten, die Situation zu stabilisieren. Neue und alte Verbündete nicht vor den Kopf stoßen, trotzdem eine angemessene Reaktion auf den Angriff finden. Vor dieser schwierigen Aufgabe steht jetzt das israelische Kriegskabinett. Die USA fordern Zurückhaltung. Ob und wie Israel antwortet, ist seine Sache, das verstehen und respektieren wir. Aber der Präsident hat sehr klar gemacht, wir suchen keinen Krieg mit Iran, wir suchen keine Eskalation. Yaakov Amidroa war Israels nationaler Sicherheitsberater. Er sieht den Iran schon seit langem als große Gefahr. Von dem Moment an, als der Iran vor Jahren beschlossen hat, einen Feuerring um Israel zu bilden, die militärische Kapazität von Hisbollah, Hamas, islamischem Dschihad, schiitischen Milizen in Irak und den Houthi. Seit diesem Moment befindet sich die ganze Region in einer sehr angespannten Situation. Der Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels wurde in der Nacht auch getroffen. Keine schweren Schäden sollen diese Bilder zeigen. Und sicherlich auch das, Israel ist auf alles vorbereitet. Dann schalten wir zu unseren Korrespondenten in Tel Aviv und Teheran. Zunächst zu Michael Beverunge in Tel Aviv. Michael, das ist ja jetzt die große Frage. Wie kann Israel reagieren? Also das Treffen des Kriegskabinetts ist erstmal ohne zumindest bekannt gewordenes Ergebnis zu Ende gegangen. Die Regierung steht ja von zwei Seiten unter Druck. Einmal international durch die USA, aber auch die anderen G7-Staaten jetzt nicht durch einen schnellen Vergeltungsschlag diesen Erfolg von gestern zunichte zu machen und die Eskalation weiterzutreiben. Umgekehrt aber auch innenpolitisch von den Hardlinern in der Regierung jetzt mit einem Vergeltungsschlag Stärke zu zeigen, Israel sei ohnehin schon sehr angreifbar geworden in den letzten Monaten. Und die Frage ist, wie das jetzt umgesetzt wird. Und da gibt es interessante zwei Äußerungen von zwei Teilnehmern dieses Kriegskabinetts, nämlich des Verteidigungsministers und eines weiteren Ministers,
Die sagen, wir müssen jetzt erstmal die strategische Allianz mit dem Westen, die wir gerade mit dem Zusammenstehen in der letzten Nacht erneuert haben, weiter vorantreiben, um den Iran weiter zu isolieren. Und übrigens auch die Allianz mit den regionalen Partnern. Wir haben es im Bericht gesehen, Jordanien hat mitgeholfen, diesen Drohnenangriff abzuwehren. Und es gibt eine wenig bekannte Luftabwehrallianz zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten, die gestern Nacht so etwas wie ihre Feuertaufe bestanden hat. Ob das tatsächlich dann auch heißt, dass die Gegenschläge auf absehbare Zeit nicht stattfinden, das ist die Frage. Aber zumindest scheinen sie nicht in nächster Zeit geplant zu sein. Und stellt Iran es ja eh so dar, also wir sind jetzt quitt und wir haben unsere Vergeltung geübt für den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat. Aber das ist ja nicht die israelische Lesart. Nein, Israel und Iran führen ja seit Jahren einen Schattenkrieg mit gegenseitigem Angriff, vor allem Israels, teilweise auch auf iranischem Staatsgebiet. Aber es ist halt so, dass umgekehrt Iran mit seinen Proxys, mit seinen Stellvertretern nicht nur die Stellvertreter hat, sondern einen Stellvertreterkrieg gegen Israel führt. Und die Generäle, die da in Damaskus getroffen worden sind, das waren halt die Generäle, die zuständig waren für die Ausstattung dieser Proxys, der Hezbollah, der Hamas, mit Geld, mit Finanzmitteln, mit Waffen. Und Israel wollte ein deutliches Zeichen setzen, dass es eben diese Art der Kriegsführung über die Stellvertreter offenlegen will und eben die Drahtzieher im Hintergrund treffen will. Dankeschön nach Tel Aviv. Phoebe Gar in Teheran, das Regime in Teheran, das feiert diese Angriffe natürlich als großen Erfolg. Aber wie wird das in der Bevölkerung gesehen? Also es gibt hier natürlich die Regierungstreuen, die diese Machtdemonstration gestern gefeiert haben. Aber wir sind nach unserer letzten Schalte hier gestern noch durch das nächtliche Teheran gefahren und wir mussten diese Jubelnden quasi suchen. Viel mehr Menschen haben wir gesehen, die in extrem langen Schlangen mit ihren Autos an den Tankstellen angestanden haben und sich wohl aus Angst vor einem israelischen Gegenangriff oder auch vor weiter steigenden Preisen mit Benzin eingedeckt haben. Auch in den letzten Wochen haben wir in den Interviews oft gehört, dass die Iranerinnen und Iranerinnen sich eigentlich wünschen, dass ihre Regierung sich mehr um die internen Probleme kümmert, also um die Armut oder auch um die steigende Arbeitslosigkeit. Der Rückhalt der eigenen Bevölkerung für die militärischen Aktionen des Regimes, der scheint also vor allem in den Städten durchaus lückenhaft zu sein. Und wenn wir jetzt nochmal auf das große Ganze schauen, dann ist es doch so, dass Iran relativ wenig Zuspruch bekommen hat für seinen Angriff. Dieser Zuspruch, der kam eigentlich hauptsächlich aus Ländern wie Russland oder auch Syrien und aus den Regionen, wo Iran eben Milizen unterstützt. Dankeschön, Phoebe, nach Teheran und Michael Weberung in Tel Aviv. Und dann schauen wir natürlich jetzt auch noch in die USA zu dem großen Player Washington, Claudia Bates. Die USA und Israel, die sind jetzt wieder näher zusammengerückt, das ist spürbar. Aber welche Strategie verfolgt denn Joe Biden jetzt? Ja, die USA waren wegen Netanjahus Vorgehen in Gaza von ihm abgerückt und im Kontext des iranischen Angriffs versichern die USA Israel jetzt wieder eisern an seiner Seite zu stehen. Wir haben ja bereits gehört, dass es bei der Verteidigung Israels interessante Allianzen gegeben hat und Joe Bidens Interesse muss nun sein, diese Allianzen zu orchestrieren und weiter zu schmieden. Es gab schon Vorstöße unter Führung der US-Armee im Nahen Osten, eine Kooperation aufzubauen zum Schutz vor Bedrohungen durch Iran. Wir haben das auch gerade von Michael Beverunge schon gehört. Und es gab auch die Annäherung mit Israel von Saudi-Arabien, die erstmal unterbrochen ist. Und diese Fäden wieder aufzugreifen, muss ein Ziel für Joe Biden sein. Regionale Allianzen festigen, wenn nicht für Israel, dann doch gegen Iran. Unmittelbar wird Biden erstmal versuchen, mäßigend auf Israel einzuwirken. Er hat deutlich gemacht, dass US-Militär nicht dabei wäre, sollte Israel jetzt Iran angreifen. Ob nach den Brüchen der letzten Zeit Joe Biden jetzt noch genug Einfluss hat oder ob er genügend Druck dann ausübt, dass Israel sich überzeugen lässt, werden wir bald wissen. Dankeschön nach Washington, Claudia. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilte Irans Angriff und sagte, dass die Ukrainer den Schrecken, der von iranischen Scheiddrohnen ausgeht, nur zu gut kennen. In der Tat, Iran gehört ja zu Russlands wichtigsten Waffenlieferanten und hat seine Drohnen in der Ukraine umfänglich testen lassen.
Während die Ukraine befürchten muss, dass sich die Aufmerksamkeit des Westens, vor allem der USA, jetzt noch mehr auf den Nahen Osten richtet. Über diese Gleichzeitigkeit der Krisen reden wir gleich noch mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, einem der großen Welterklärer unserer Zeit. Zunächst blickt Florian Neuhann auf verschiedene Szenarien, die inzwischen für den Ukraine-Krieg kursieren und teils auch unter NATO-Mitgliedern inoffiziell diskutiert werden. Drohnen wie diese finden sie ständig in der Ukraine, gebaut im Iran, genutzt von Russland für Angriffe, die immer öfter durchkommen. Die Gebäude, Menschenleben zerstören und die dafür sorgen, dass eine Frage immer drängender wird. Was wird aus dem Land, wenn die Hilfe des Westens nicht mehr ausreicht? Eine mögliche Lösung wäre, die Ukraine wird wie die Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts. Das heißt, leider geteilt, wird aber wirtschaftlich stark, wird ein NATO-Mitglied und kann dann später eines Tages auf bessere Tage Hoffnung. Deutschland im Kalten Krieg, getrennt durch eine hochgesicherte Grenze. Der Osten abgeriegelt, nur der Westen frei und Teil der NATO. Nicht erstrebenswert, aber etwas, das in den Blick gerät. Auch von ihm. Anders Fohr Rasmussen, Ex-NATO-Generalsekretär, heute auch Berater des ukrainischen Präsidenten. Die NATO, forderte er jüngst, solle die Ukraine aufnehmen, und zwar ohne die russisch besetzten Gebiete. Es wäre eine vorläufige Spaltung des Landes. Der Osten kontrolliert von Russland, der Westen geschützt von der NATO. Eine Idee, wie es nach einem irgendwann möglichen Einfrieren dieses Konfliktes weitergehen könnte. Und da muss man Sicherheitsgarantien haben. Im Grunde eine Versicherung dafür, dass Russland die Ukraine nicht in einigen Jahren noch einmal überfällt. Und die Mitgliedschaft in der NATO ist die einzige Sicherheitsgarantie in Europa, die wir kennen, die funktioniert. Der Vorschlag aber ist heikel, weil er so wirken könnte, als dränge die NATO die Ukraine zur Aufgabe von Gebieten. Und so will kaum jemand öffentlich darüber reden oder gar Planspiele bestätigen. Auch Martin Dvořák nicht, Europaminister Tschechiens. Das wurde nie offiziell besprochen. Es ist nur eine theoretische Möglichkeit. Natürlich, es könnte so kommen, wenn es für die Ukraine in Ordnung ist. Dann sollten wir darüber sprechen. Aber im Moment liegt das nicht auf dem Tisch. Die Ukraine geteilt wie Deutschland im Kalten Krieg, ohnehin hinkt der Vergleich. Damals gab es Machthaber in Moskau, die Grenzen respektierten. Kann man Putin heute vertrauen? Der große Unterschied ist aber, dass Russland in den besetzten Gebieten eine aktive Russifizierung und Entukrainisierungspolitik betreibt. Das heißt, dass in einigen Jahren in diesen Gebieten von der Ukraine, von ihrer Bevölkerung, von ihrer Kultur, von ihrer Identität nicht mehr viel übrig sein wird. Muss die Ukraine bald Gebiete abgeben? Diese Idee hat wohl noch einen weiteren Anhänger. Donald Trump, Ex- und vielleicht bald wieder Präsident der USA. Nur dass ihm ukrainische Sorgen ziemlich egal sein dürften. Sprechen wir darüber mit dem Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Guten Abend, Herr Professor Münkler. Guten Abend. Das will man sich eigentlich nicht ausmalen, ein Donald Trump, dem die Ukraine egal ist. Man will es sich vielleicht nicht ausmalen, aber wir haben ja jetzt lange genug uns die Welt schön geredet. Man muss, glaube ich, nüchtern in die Zukunft schauen. Und da ist die Chance, dass Donald Trump wieder Präsident wird, relativ groß. Heißt, die Europäer müssen sich im Prinzip befähigen, Russland allein die Stirn zu bieten. Das sollten sie im Prinzip können. Sie haben sehr viel mehr Menschen. Sie haben sehr viel mehr Geld und Ressourcen. Was ihnen gelegentlich fehlt, ist der politische Wille und auch die Härte sich selbst gegenüber. Würden Sie die Einschätzung teilen, dass es ohne eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine da überhaupt keine Sicherheit für dieses Land gibt? Also, dass man diesen Schritt gehen muss? Die Frage ist erstens, wie glaubt die Ukraine selber gesichert zu sein, nachdem sie Erfahrungen gemacht hat mit dem Minsker Abkommen, der ja auch ein Konzept des Einfrierens zum Ziel hatte und das nicht gehalten hat.
2022 im Februar. Einerseits und andererseits nach den Erfahrungen des Budapester Memorandums, wo die Ukraine ihre Atomwaffen, die sie hatte, aus der Konkursmasse der Sowjetunion abgegeben hat, dafür, dass Russland, die USA und das Vereinigte Königreich die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen garantiert hat. Das heißt, jeder ukrainische Politiker muss im Prinzip etwas an Gegengewicht haben, wenn er sich auf ein Vertrauen einlässt gegenüber einer Situation, die er nicht beherrscht. Wenn wir jetzt sehen, der Verbündete von Russland, Iran, testet ja auch seine Drohnen in der Ukraine. Macht der Westen oder hat der Westen da Ihrer Einschätzung nach ähnliche Fehler gemacht wie mit Russland, nämlich die Aggressivität, die Bereitschaft auch zum Krieg dieser beiden Länder, dieser Achse zu unterschätzen? Na, ich würde mal sagen, jetzt unabhängig von dem, wie die Iraner da agieren, kann man sagen, eigentlich war im Sommer 2022 klar, dass dieser Krieg ein Ermattungskrieg wird, weil keine der beiden Seiten zu einer schnellen Niederwerfung des anderen befähigt war. Und Ermattungskrieg heißt, dass an die Stelle einer knappen Zeit eine weite Zeitstrecke tritt. Und dass der Westen da nicht reagiert hat mit einem Hochfahren seiner Munitions- und Waffenproduktion, und zwar einem dramatischen Hochfahren, beobachtend, dass die Russen ihre Ökonomie auf Kriegswirtschaft umstellen, das ist eigentlich im Nachhinein schwer nachvollziehbar und spricht für einen gewissen strategischen Dilettantismus in der Politik der Europäer. Und würden Sie sagen, dass der auch gegenüber Teheran stattgefunden hat? Teheran ist ein bisschen anders, schwierig zu beobachten, weil Teheran ja nicht unmittelbar bis heute Nacht gegen Israel agiert hat, sondern hier immer wieder mit Stellvertretergruppen da und dort agiert hat und dann auch immer wieder sagen konnte, naja Gott, wir haben ja damit nichts zu tun, das sind ja andere Akteure, die selbstständig entscheiden. Das ist allerdings auch eine Sache, die die Russen eine Zeit lang gespielt haben, teilweise ja noch 14, 15 bei der Annexion der Krim und bei der Bildung der Separatistengebiete um Donetsk und Luhansk. Also solange gewissermaßen der große Akteur nicht selber in Erscheinung getreten ist, ist es nicht ganz leicht zu sagen, wir haben eine total veränderte Situation. Es kommt in Demokratien dazu, dass die Bereitschaft zu einer Umstellung nicht antizipierend erfolgen kann, sondern immer erst, wenn eigentlich das Kind ins Wasser gefallen ist. Das muss man sicher in Rechnung stellen. Sie haben ja ein bekanntes Buch geschrieben, Die Welt im Aufruhr. Wenn man nach dieser letzten Nacht hat man wirklich das Gefühl, es brennt eigentlich an allen Ecken und Enden und es wird einem auch alles zu viel. Ja, ich meine, wir haben jetzt seit längerem eine Abfolge von Worst Cases und kommen damit nicht mehr gut zurecht. Andererseits kann man natürlich auch manchen Worst Case als Best Case lesen, etwa den Umstand, dass es den Israelis im Verbund mit den USA, Vereinigten Königreich und Frankreich offenbar gelungen ist, sehr effektiv auf diesen Cocktail aus Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen zu reagieren und auf diese Weise den Zwang zu einem Gegenschlag, das ist ja in dem Bericht vorhin auch angesprochen worden, den Zwang zu einem Gegenschlag, zu einer erneuten Eskalation zu reduzieren. Insofern steckt fast immer in einem Worst Case auch die Möglichkeit eines Best Case drin. Ja, es ist natürlich für Israel schwierig. Einerseits sagt man, man muss abschrecken gegenüber solch aggressiven Kräften, wie es Iran oder Russland ist, aber andererseits deeskalieren, das ist schon eine Dilemmasituation, oder? Ja, das ist eine dilemmatische Situation, wie sie ja in der Politik eigentlich häufig, fast immer auftritt. Man wird sehen, wie die Israelis sich entscheiden für die eher politische Linie, die sagt, wir haben jetzt bestimmte Bündnisse wieder restabilisiert und die sind für uns wichtig. Oder aber dafür zu sagen, die iranische Atomindustrie ist uns schon lange ein Dorn im Auge und wir nutzen die Gelegenheit, die sich jetzt als Zeitfenster bietet, um sie anzugreifen. Wichtig dabei ist, glaube ich, zunächst einmal die iranische Strategie zu analysieren, die im Prinzip
die Straße, also die Menschen auf der Straße in den konservativen arabischen Ländern mobilisieren will. Und zur Mobilisierung gegen die konservativen Regime braucht sie im Prinzip den Konflikt mit Israel, um auf diese Weise einen Gegensatz zu erzeugen. Man kann sagen, 1979 mit der Islamischen Revolution in Teheran und gleichzeitig dem Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel ist sozusagen eine Veränderung des Schachbretts eingetreten und die Iraner setzen jetzt darauf, dass sie Israel nutzen können, den Krieg gegen Israel, um ja, sozusagen die Konstellation in der arabischen Welt zu verändern. Und das ist etwas, was natürlich auch in Tel Aviv oder Jerusalem genau bedacht werden will. Herr Professor Münkler, danke Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich. Bundeskanzler Scholz, der saß ja gestern im Flieger nach China, als der iranische Angriff losging. Das mag einerseits etwas misslich sein, in einer solchen Situation weit weg auch von den Krisenstäben in Berlin zu sein. Allerdings ist Peking natürlich gerade auch in dieser Lage ein ebenso schwieriger wie wichtiger Gesprächspartner. Andreas Künast berichtet. Als Olaf Scholz am frühen chinesischen Morgen in Chongqing aus dem Regierungsflieger klettert, gibt es einen Krieg mehr als beim Abflug. Er werde sich, lässt Scholz wissen, am Nachmittag zum iranischen Angriff auf Israel äußern und sofort beginnen Chinas Meinungsmacher zu sticheln. Ein westlicher Politiker nach dem anderen erhält von seinem Herrn in Washington den Befehl zum Verurteilen, schreibt zum Beispiel Chen Weihua, Brüssel-Korrespondent der staatlichen Zeitung China Daily. Von Deutschlands Nahostpolitik hält China nicht viel. Die deutsche Außenministerin hat einmal gesagt, dass Israel Rücksicht nehme auf Palästinenser. Das ist totaler Nonsens und nur ein Beispiel für diese völlig absurde, lächerliche Solidarität mit Israel, nachdem so viele Menschen in Gaza getötet wurden. Der Kanzler ist mit der Hoffnung nach China gekommen, Hilfe zu finden beim Bewältigen all der Krisen und Kriege, die zwischen Deutschland und der Volksrepublik liegen. Erste Station, Chongqing, eine der spannendsten, vielleicht die größte Stadt der Welt. Aber Scholz lässt erst die Stadtführung, dann die Bootsfahrt streichen. Die Deutschen können viel falsch machen und sie können nur warnen. Wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt und deshalb auch unseren bisherigen Kurs weiter verfolgen. Aber wir können nur alle warnen, insbesondere den Iran, so weiterzumachen. Das Zentralkomitee der Stadtregierung von Chongqing regiert 32 Millionen Menschen. Scholz fremdelt mit den Sesseln, Scholz fremdelt mit China, aber halb Deutschland erwartet, dass er die kommunistische Partei zu einer Vermittlerrolle bewegt. China hat Einfluss auf Russland, aber keinen guten. Russland hätte den Krieg in der Ukraine in der Art, wie er geführt wird, nicht führen können ohne chinesische Unterstützung. Und das ist nicht nur diplomatische und rhetorische Unterstützung, sondern das ist auch wirtschaftliche Unterstützung. Deshalb bin ich da extrem pessimistisch, wenn China vorschlägt, man könnte da vermitteln. Auch sein zweites großes Ziel dürfte der reisende Kanzler nicht erreichen, die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China verringern. Vergangenes Jahr erreichen die Investitionen zum ersten Mal die 15 Milliarden Euro-Marke. Zwar fließt auch deutsches Geld ab, aber viel weniger. Das ist das Gerede von Politikern, die ihre Direktiven aus Washington kriegen. Dieses De-Risking ist ein Spiel, bei dem alle Seiten verlieren. Am Nachmittag schaltet sich Scholz aus einem Hotel mit den anderen Staatslenkern der G7 zusammen, um Irans Angriff zu verurteilen, wie Scholz berichtet, um sich Anweisungen aus Washington zu holen, wie Chinas Propaganda sagt. Und jetzt erstmal die Nachrichten von Heinz Wolf. Nach der Messerattacke in einem Einkaufszentrum in Sydney hat die Polizei weitere Informationen zum Täter bekannt gegeben. Und demnach handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann mit psychischen Problemen. Vor dem Einkaufszentrum hat unter anderem Australiens Premierminister Albanese Blumen niedergelegt.
Der Täter hat dort 6 Menschen getötet und 17 weitere verletzt, bevor er von einer Polizistin erschossen wurde. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat im vergangenen Jahr einen starken Anstieg bei den Pflegefällen festgestellt. Wie der Vizevorsitzende Kiefer den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, habe es 2023 ein Plus von 361.000 Fällen gegeben. Ein Anstieg von 11% in früheren Jahren sei die Zahl der Pflegebedürftigen jeweils um etwa 326.000 gewesen. Die Frage nach der Ursache sei noch nicht beantwortet. Denkbar sei ein einmaliger Nachholeffekt der Corona-Pandemie. Zum 79. Jahrestag der Befreiung von Häftlingen der Konzentrationslager Ravensbrück, Sachsenhausen und Buchenwald ist der Opfer der NS-Verbrechen gedacht worden. So gab es in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar unter anderem eine Kranzniederlegung. Es wurde an die Zehntausenden Opfer des nationalsozialistischen Konzentrationslagers erinnert, sowie an die Befreiung des Lagers. US-Truppen erreichten es am 11. April 1945. Das ungewöhnlich starke Frühjahrshochwasser südlich des Uralgebirges richtet in Teilen Russlands und Kasachstans weiter große Zerstörungen an. Noch immer stehen tausende Häuser unter Wasser und Evakuierungen gehen weiter. Leichte Entspannung gibt es schwer in der schwer getroffenen Großstadt Orenburg. Dort überschritt die Flut des Uralflusses heute den Scheitel bei einem Höchststand von fast 12 Metern. Bayer Leverkusen ist zwar ein ausgesprochen beständiger Bundesliga-Verein, so beständig, dass er bislang auch den Spitznamen Vizekusen trug. So oft vorne dabei, aber nie die Meisterschaft. Doch sonderlich beliebt war der sogenannte Werksclub außerhalb Leverkusens auch nicht. Trotz Rudi Völler als prominentem Sympathieträger. Das hat sich geändert. Denn erst kam Weltstar Xabi Alonso und mit ihm Glanz und seit heute auch Gloria. Erstmals in der Vereinsgeschichte geht die Meisterschale nach Leverkusen nach einem fulminanten 5:0 gegen Bremen. Hermann Falkieser über einen Verein und eine Stadt im Rausch. Braucht es noch Worte? Die Erfüllung der Sehnsucht lässt die Herzen höher schlagen in Leverkusen. Das ganze Leben darauf hingearbeitet und damit gelitten. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Endlich ist es soweit. Wir haben es so verdient. Keiner hat so sehr verdient wie wir. Und es wird jetzt echt Zeit. Und danke, Xabi. Danke, Xabi. Eine Momentaufnahme sagt alles über den Meistermacher. Xabi Alonso überlässt die Bühne gerne seinen Spielern, wie beim 3:0 gegen die Bayern im Februar. Ein Mann, der Demut kann, seinen Blick sofort auf die nächste Aufgabe richtet und sein strategisches Vermögen offenbar auf seine Jungs übertragen kann. Selten hat ein Meisterteam so spielerisch begeistert. Offensiv, kreativ, eiskalt und willensstark, angetrieben von dem stillen Spanier. Wenn ich ihn beobachte und ich beobachte andere Trainer, ist er viel demütiger vielleicht. Strahlt eine ganz andere Persönlichkeit aus als viele andere Trainer. Große fachliche Kompetenz, großen Fleiß auch, viel Arbeit gehört auch dazu, um erfolgreich zu sein und arbeitet heute schon wieder am Erfolg von morgen. Und was, glaube ich, wichtig ist, was er natürlich verkörpert, einen Siegeswillen. UEFA-Cup-Sieg 1988, DFB-Pokalsieger 93. Es ist keineswegs so, als ob Leverkusen gar nichts geholt hätte. Aber unter Trainer Toppmöller und Manager Kallmund besiegelt Bayer 04 seinen Ruf als Vizekusen. Zweiter in der Bundesliga, Champions League und im DFB-Pokal 2002. Ein Trauma. Zumindest wird erstmal Vizekusen keiner mehr sagen. Das ist schon mal enorm wichtig. Was so ein Begriff, der mir ein bisschen auf den Keks gegangen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Kultstatus, die Versuche, ihrer Werkself landesweit Aufmerksamkeit zu verleihen. Am Ende aber blieben die Tränen über noch so hanebüchen verpasste Gelegenheiten. Wenn du so lange für einen Verein, das ist mein Verein, und du bist da immer in der Meisterschaft vorbei. Wir waren ja mehrere Male dann noch ganz oben dabei, aber es hat trotzdem wehgetan, wie viele Vizemeisterschaften. Nach dem schier ewig langen Anlauf. Auch deshalb der Jubel in Leverkusen heute umso größer, als Boniface per Elfmeter in der 25. Minute den Meisterweg bahnt. Aber das Alonso-Team hat sich mit dessen durchchoreografierten Matchplänen bundesweit riesige Sympathien erspielt. Mit schnellem Flügelspiel, mit Xhaka als Taktgeber und Wirtz als Virtuosen, der etwa Boniface in Szene setzt
wenn Fußball nicht nur schön, sondern erfolgreich ist. Alonso hat sie alle nass gemacht, ehe er heute selbst die obligatorische Meisterbierdusche bekommt. Die Party kann beginnen. Ungeschlagen in nun 43 Pflichtspielen. Europarekord und folgerichtig der erste deutsche Meistertitel. So herbeigesehnt in Leverkusen. Diese Mannschaft, dieser Verein, diese Stadt, die hat es so verdient. Und wenn noch einmal das Wort Vizekusen gesagt wird, ich kann es nicht mehr hören. Aus Vizekusen ist heute tatsächlich Meisterkusen geworden. Und mit Fußball geht es bei dir jetzt auch noch mal weiter, Heinz. Ja, mit dem zweiten Sonntagsspiel in der Bundesliga. Da gab es für das Tabellenschlusslicht Darmstadt eine weitere Niederlage. Im Heimspiel gegen Freiburg stand es am Ende 0:1. Die deutschen Handballerinnen haben zum Abschluss des Olympia-Qualifikationsturniers in Neu-Ulm mit 37:20 gegen Paraguay gewonnen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen hatte das deutsche Team schon gestern perfekt gemacht mit einem 28:24 Sieg gegen Montenegro. Und im Handball der Männer hat der SC Magdeburg den DHB-Pokal gewonnen. Die Magdeburger siegten im Finale des Final Four Turniers in Köln gegen Melsungen mit 30:19. Der Underdog Melsungen lässt sich anders als gestern die Berliner Füchse im Halbfinale nicht von den Magdeburgern überrumpeln. Kurz vor der Pause liegen die Nordhessen nur ein Tor hinter den Favoriten. 13:11 Führung für Magdeburg dann zur Halbzeit. Eine starke Abwehr und Lukas Mertens mit 7 Treffern bester Werfer sorgen in der zweiten Hälfte dann dafür, dass Magdeburg schließlich überlegen gewinnt. Weiterer Erfolgsgarant Torwart Hernandez mit 17 Paraden, würdiger Vertreter von Nicola Portner, der mit einem positiven Dopingtest für Unruhe gesorgt hatte. Nach den Finalniederlagen der beiden vergangenen Jahre gewinnt Magdeburg 30:19 gegen die Melsunger, die weiter auf den ersten Titel warten müssen. Es ist der dritte DHB-Pokal für den SCM und ein Schritt zum möglichen Triple. Und jetzt zu guter Letzt vor dem Blick aufs Wetter noch unser sonntäglicher Ausblick auf die nächste Woche, soweit sich Ereignisse vorhersehen lassen. Björn Weidner hat einige zusammengestellt. Der erste Strafprozess gegen einen US-Präsidenten überhaupt und das mitten im Wahlkampf. Ab Montag muss sich Donald Trump wegen möglicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verantworten. Die soll er vertuscht und dafür Geschäftsdokumente gefälscht haben. Ein Urteil wird noch vor der Wahl im November erwartet. Björn Höcke, Chef der rechtsextremen Thüringer AfD, soll bei Parteiveranstaltungen die verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP verwendet haben. Ab Donnerstag wird Höcke deswegen vor dem Landgericht Halle stehen. Vor einigen Tagen hatte er in einem TV-Duell behauptet, nicht gewusst zu haben, dass alles für Deutschland die SA-Losung war. Am Freitag wird die größte Wahl der Welt beginnen. In Indien werden bis Anfang Juni 975 Millionen Stimmberechtigte ein neues Parlament wählen und damit auch über den nächsten Premierminister entscheiden. Als Favorit gilt der amtierende Regierungschef Narendra Modi. Und jetzt kommt der Blick aufs Wetter, so geht es in die neue Woche. Morgen regnet es erst ganz im Süden, später im Westen, teils mit Gewitter. Sonst gibt es einzelne Schauer. Der Wind weht stark und böig, die Temperatur erreicht nur noch 10 bis 19 Grad. Die kommenden Tage bringen Aprilwetter mit Sonne, Regen, Gewitter und Wind. Zeitweise schneit es bis auf 600 Meter herab. Mit höchstens 5 bis 13 Grad ist es deutlich kühler als zuletzt. Und über die weiteren aktuellen Geschehnisse in Nahost informiert Sie auch ein Live-Blog auf unserer ZDF-Heute-App. Und um 0.35 Uhr gibt es dann die nächste Heute-Express. Und hier erwarten Sie morgen Abend Christian Sievers und Hanna Zimmermann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.